Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Ja, und das bin ich. Und heute habe ich im Interview nicht nur eine Person, nein, nicht nur zwei Personen, ganze drei Personen sitzen hier bei mir im Wohnmobil. Man glaubt es kein. Eigentlich hätte ich, wir müssen nachher noch ein Foto machen, auf jeden Fall. Eigentlich hätte man es filmen müssen, aber das tun wir nicht. Ja, ich habe drei liebe, nette Camper Nomads Kolleginnen hier an Bord bei mir im Wohnmobil. Das ist auch Premiere, dass ich so viele Menschen vorm Interview, vorm Mikrofon habe. Und ich freue mich riesig, weil die drei genauso mutig und wahnsinnig sind wie ich und viele Geschichten zu erzählen hätten. Und ich glaube, wir könnten hier Stunden an Geschichten über Camper Nomads füllen. Ich habe die drei aber gebeten zum Interview, weil ich das spannend finde, darüber nachzudenken, ob man überhaupt darüber nachdenken sollte, ob es Unterschiede gibt zwischen alleinreisenden Frauen und alleinreisenden Männern oder ob man da, wir hatten heute Morgen beim Frühstück schon so ein bisschen darüber geteasert quasi, ob man darüber überhaupt reden muss. Und der Grundgedanke war eigentlich bei mir, dass ich es auch mutig finde, als Frau unterwegs zu sein und habe mir aber auch die Gedanken gestellt, ist es überhaupt anders oder muss man das überhaupt thematisieren, war dann heute Morgen auch beim Frühstück das Gespräch oder macht man damit nicht schon wieder irgendwie, setzt man da nicht schon wieder irgendwelche Vorurteile und füttert alte Denkweisen, genau. Und deshalb bin ich ganz dankbar, dass ich heute bei mir zu Gast habe. Trommelwirbel. Ich habe einmal die liebe Miri, hallo, bekannt als Tante Lässig, hier bei mir im Wohnmobil. Dann habe ich natürlich die Anja von den Camper Nomads, aber vor allen Dingen bekannt als Anekdoten. Ja, oder andersrum. Oder andersrum. Mitgründerin von den Camper Nomads auf jeden Fall hier bei mir. Und last but not least, frisch eingeflogen aus Österreich, die Sandra, bekannt als Fräulein Wanderlust und 360 Grad betreutes Posten. Ja, hallo. Ganz lieben Dank für eure Zeit. Wir haben ja so viel zu tun hier im Coworking. Wir haben gerade das Camper Nomads Community Treffen hinter uns und so wie wir hier sitzen, sind wir auch alle im Social Media Team der Camper Nomads aktiv. Und deshalb war das irgendwie naheliegend, dass wir uns hier treffen. So, zum Thema zurück. Am Frühstück, wie gesagt, gab es schon so einen kleinen Austausch darüber. Und da, die ein oder andere von euch hat gesagt, das ist auch, wenn ihr angefragt werden zu solchen Themen, dann ist es irgendwie immer so, es triggert irgendwie, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist Wahnsinn. Ich bin jetzt seit Anfang 2017 unterwegs. Mhm. Auch alleine, auch erst in einem kleinen alten Joghurtbecher und dann halt in kleineren Autos und wurde da schon für Videos angefragt, für ein Buch, für das Van Girls Buch und genau eben, da geht's ja auch darum, ne, alleine reisen als Frau und es ist halt immer wieder Thema und ich habe mich auch oft gefragt, warum ist es Thema, warum gibt's nicht auch die Frage, ja, als Mann, Mensch, das ist ja auch mutig. Also ich bin kein Mann, ich habe die Frage noch nie gehört, ich weiß nicht, ja, ich habe, aber es ist interessant, sich darüber einfach mal auszutauschen. Wie geht's euch beiden damit, Miri? Ja, ich hatte den Impuls auch heute Morgen und merke aber auch, dass ich mich selber entdecke in so Gedanken, dass wenn ich unterwegs bin, dann auch manchmal so Schiss, sag ich mal, auf dem Weg habe oder wenn ich irgendwo stehe oder so, ne? Und dann irgendwie so ein bisschen so in diesen Bildern denke von wegen, ja, hoffentlich kommt da jetzt irgendwie keiner vorbei oder so, ne? Oder bist du hier sicher? Mhm. Und dann denke ich mir so auch, ja, irgendwie, wieso ist denn da, der ist irgendwie ganz, da bin ich damit aufgewachsen, dass da der böse Mann um die Ecke kommen kann oder sowas, ne? Und ja, bei Männern ist es, weiß ich nicht, das kannst du eher dann besser sagen, ob es da halt dann auch so Gedanken gibt, wenn du im Dunkeln stehst, als Mann.
Also ich glaube, es hat ganz viel mit Prägung zu tun, aber es geht mir nicht anders, wobei ich immer schon viele weibliche Anteile in mir hatte so, und ich weiß nicht, ob ich der typische Mann bin, der das beantworten kann so. Das habe ich vorhin auch, als ich vom Frühstück hierher lief, dachte ich so, wie ist das eigentlich bei dir? Und ich habe schon auch Situationen, wo ich viel Respekt habe, würde ich es mal nennen. Richtig Angst nicht, aber viel Respekt, und wo es mir unwohl ist. Und ich habe halt, und ich glaube, das geht euch ja ähnlich, ich habe halt gelernt, mehr auf mein Bauchgefühl zu hören in solchen Situationen und dann auch wirklich weiterzufahren. Ja. Mir geht's auch eher andersrum. Ich habe eher wahrscheinlich viele männliche Anteile, und ich bin gar nicht so der Schisser. Ich bin halt einfach losgefahren und habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Aber natürlich fühle ich mich jetzt so tief im dunklen Wald auch nicht wohl. Aber nicht wegen irgendwelcher Leute, die da sind, sondern weil ich auch schon Wildschweine sehr nah bei mir hatte zum Beispiel und dann schnell ins Auto geflüchtet bin. Aber ich gebe dir total recht, oder euch, Bauchgefühl, mulmiges Gefühl, darauf hören, ganz doll. Das merkt, ich glaube, das lernt man auch beim Leben im Camper nochmal ganz besonders. Sehr mehr auf sich zu hören und seinen Körper. Weil man ja auch irgendwie noch mehr der ganzen Natur ausgesetzt ist und sowas. Als jetzt in einem sicheren Zuhause, in sicheren vier Wänden, sage ich mal, ne? Vermeintlichen sicheren vier Wänden. Genau, vermeintlich, ja. Wie ist das bei dir, Sandra? Ich finde es spannend, weil du vorher eben gesagt hast, in der Einleitung, dass es bei vielen so ist, man ist mutig als Frau, wenn man das macht. Und ich finde nicht, also das finde ich einfach, allein das schon ist irgendwie komisch, wenn, warum sollten Frauen mutiger sein als Männer, oder warum soll es da anders sein? Und was ich echt witzig finde, ist, die eine der ersten Fragen, die ja, glaube ich, generell jemanden gestellt werden, der im Van lebt, ist, wie man aufs Klo geht, wie man duscht und hast du keine Angst als Frau? Also das sind so die Fragen, die ich immer gestellt kriege. Und ja, wie ist das so als Frau unterwegs, und machst du dir da keine Gedanken, wo ich mir wirklich oft, so wie du das auch schon gesagt hast, Anja, mir dann denk, ganz ehrlich, warum soll's anders sein, und warum die Frage einfach nur auf Frauen zu beziehen, es können ja, so wie du vorher gesagt hast, Männer auch mal ein mulmiges Gefühl haben oder sich unwohl fühlen irgendwo. Ich glaube nicht, dass es da jetzt so die Unterschiede gibt. Ich glaube das auch nicht, weil mir fällt gerade so auf, dass ich das auch ständig gesagt bekomme, wie mutig ich bin. Das ist deshalb ja auch der Untertitel vom Podcast, ne? Weil das hat sich echt so entwickelt, weil die Leute immer zu mir kommen und sagen, boah, ich finde das total mutig. Egal ob Frauen oder Männer, ganz egal, und auch egal welches Alter, komischerweise. Und ich sag dann immer halt dazu, ja, das ist, oder habe immer so dazu gesagt, das ist so eine Mischung aus Mut und Wahnsinn, ne? So, das, so ist das eben auch für den Podcast der Untertitel entstanden. Und ich glaube tatsächlich, dass es keinen Unterschied gibt, aber dass er, ja, dass er verbal zustande gebracht wird, quasi so. Das ist mir heute Morgen auch bei der Diskussion oder bei dem Austausch am Frühstück nochmal aufgefallen, dass das dass es wirklich nicht so ist. Also ich glaube, es gibt genauso viele Männer, die schissig sind und denen das, oder die mehr mulmiges Gefühl haben, wie Frauen, die halt sich da einen Dreck drum scheren, so, ne? Also das, ich glaub's nicht, ich glaub das wirklich nicht. Und ich finde aber diesen Aspekt nochmal, wir sitzen ja jetzt hier und thematisieren das ja auch. Habt ihr eine Idee, warum die Gesellschaft das so macht? Ist es wirklich so die Prägung von früher, dass man sowas immer thematisiert, so diese Geschlechterunterschiede? Im Prinzip müsste man ja gendern, indem man eben keine Unterschiede macht und eben nicht darüber spricht, sondern das einfach lebt, ne? Ja, aber grundsätzlich gibt's ja Unterschiede. Das ist ja auch gut so. Also von der Natur gegeben, es gibt einfach Unterschiede. Aber es ist einfach eine jahrhundertelange Prägung eigentlich nicht, ne? Dass es so verschiedene Rollen gab. Und das gibt's ja erst seit wenigen Jahren, so im Vergleich, ne, seit es Menschen gibt, überhaupt, dass so ein paar Unterschiede aufgehoben werden, weil viele Frauen einfach auch jetzt andere Aufgaben übernehmen, oder Männer eben, ne? Zum Beispiel mit Kindererziehung oder sowas, was früher vor 30, 40 Jahren vielleicht noch gar nicht so war, ist jetzt normaler. Und da wachsen wir halt so langsam rein. Aber das ist einfach noch, ja, evolutionär so ein bisschen drin und in unseren Köpfen. Ich finde es auch jetzt nicht schlimm, aber ich finde es umso besser, einfach jetzt auch mal so ein bisschen auszupacken und sagen,
Ja, und was ist jetzt der Unterschied gerade jetzt, wenn wir losfahren, jetzt auf uns nur bezogen? Im Grunde gibt's den auch nicht. Ja. Ja. Und es gibt trotzdem, glaube ich, auch immer Themen, die, das ist ja bei jeder Gruppe so, irgendwie speziell sind, wie jetzt zum Beispiel bestimmte, mir fällt jetzt auch wieder ein Thema ein, was schnell auf Frauen passt, aber ich fand es für mich persönlich auch so mit so Hygienesachen oder so, ne, oder so. Ja, sag ich mal jetzt einfach, ne, Menstruation oder sowas. Ja, ja. Und da habe ich halt auch, als ich jetzt losgefahren bin, zum Beispiel in Facebook-Gruppen, dann auch mich angeschlossen und geguckt und glaube ich, kann mir vorstellen, dass bei vielen Frauen dann auch schön ist, so eine Art so Safe Space, also so einen Raum zu haben, sich austauschen zu können, ohne, weil es ja mal Menschen gibt, die dann eben diese Unterschiede machen, vielleicht von außen Witze machen könnten oder man fühlt sich unwohl bei bestimmten Sachen, was eigentlich nicht sein sollte, aber eben immer noch oft so ist. Und da gibt es zum Beispiel ja auch eben Foren und so und da kann ich nur für mich persönlich sprechen, hatte ich eben auch den Impuls, da mich auszutauschen und das nicht in einer großen Vanlife-Gruppe zum Beispiel zu machen. So, und schön wäre natürlich, wenn das dann irgendwann mal alles ganz normal ist, auch über solche Anführungsstrichen Frauenthemen. Ja, ohne irgendwelche Kommentare in die eine oder andere Richtung halt zurückbekommen. Ne? Ja. Aber ja, da, und aber wie gesagt, ist es vielleicht ja auch, was Anja auch schon sagte, es gibt ja eben auch Unterschiede und die so auch stehen zu lassen. Habt ihr den Eindruck, dass es von außen, mir fallen gerade so Situationen ein, wie in Kroatien war Ordnungsamt bei mir am Van und hat mich weggeschickt oder so, dass so Menschen von außen dann nochmal anders reagieren? Wenn, also gut, ihr habt ja auch den Vergleich dann mit, ne, wie es beim Mann ist. So. Aber, mir fällt da gerade eine Situation ein. Wenn ich unterwegs bin und mich sprechen Leute an, mal irgendwo auf einem Parkplatz oder so, ne, so selbsternannte Sheriffs gibt's ja auch da gerne mal. Und da fällt mir gerade ein, die sprechen immer in einem Ihr. Immer in einem Ihr. Weil sie nicht erwarten, dass ich alleine da unterwegs bin, als Frau. Ja, okay. Und das sind aber wirklich, also diejenigen, habe ich jetzt vielleicht auch Vorurteile, aber schon so, wo diese Rollenbilder einfach noch im Kopf sind. Ne? Das, da muss doch noch jetzt hier ein Mann sein. Ne? Oder das, ach, ich hatte auch die Situation ganz am Anfang, da stand ich mal an der Donau, ich weiß nicht, ungarisch-slowakische Grenze irgendwas. Und da war die Polizei da auch nachts. Und die sind ja auch nicht rausgekommen. Und die haben auch mehrfach gefragt, ob ich alleine in meinem Wohnmobil bin. Die haben das nicht geglaubt, dass ich da alleine als Frau da stehe. Ne? Die wollten da auch sicher gehen. Also das ist das, wo ich das wirklich sehr deutlich noch gemerkt habe, dass man mir das nicht zutraut, als Frau alleine unterwegs zu sein. Damals ja auch noch mit dem Riesending. Genau. Es war ja auch noch viel größer. Ja, und das ist dann schon ein bisschen, da fühle ich mich so ein bisschen abgewertet irgendwie. Ja. So. Ich wird mir nicht zugetraut, alleine unterwegs zu sein. Ja. Ja, das ist schon kein schönes Gefühl. Aber das ist jetzt nicht, dass es irgendwie ständig passiert. Also, wenn dann eher wirklich so dieses, oh Mensch, cool, dass du es machst. Oder eben mutig, aber dann nicht im Sinne von ich als Frau, sondern weil ich vielleicht einen anderen Weg gehe als andere. Dieses vermeintliche, sichere Zuhause irgendwo verlassen habe. Ja. Und das trifft ja dann auf uns alle zu. Ne? Aber das Witzige, weil du vorher gesagt hast, wegen dem Ordnungsamt, dass du weggeschickt wurdest, da hatte ich zwei Situationen. Einmal in Frankreich, wo ich eigentlich nicht stehen hätte dürfen mit dem Baloo. Und dann kamen eben auch zwei Polizisten. Und ich glaube schon, das hatte ich nämlich in Deutschland auch an der Elbe, die gleiche Situation, dass die dann auf mich anders reagiert haben, weil einen Typen nehmen wir, den, mit dem haben sie nicht diskutiert. Und ich habe halt nur gemeint, ja, okay, ich bin aber jetzt ewig lang gefahren, kann natürlich auch deswegen sein, aber die haben halt schon auf mich, habe ich das Gefühl gehabt, anders reagiert, als wäre ich jetzt ein Mann, der alleine gewesen ist. Das habe ich manchmal schon die Erfahrung gemacht. Also eher schlichtender quasi mit dir dann ja, und mehr, ein bisschen mehr Verhandlungsspielraum genau, haben. Genau, richtig, Verhandlungsspielraum ist größer, ja. Weil die meinen dann, ja, okay, naja, eigentlich ist es nicht erlaubt, aber ich darf halt die eine Nacht da stehen und eigentlich war es auch nicht erlaubt, mit der Schappe ins Wasser zu gehen, aber wenn du da drüben reingehst, dann passt das schon. Und, Wobei ich da auch oft das Gefühl habe,
dass es so ein bisschen drauf ankommt, wie man diesen Menschen begegnet. Okay. Wenn man für die auch Verständnis aufbringt, sie machen ja auch nur ihren Job. Ich hatte das auf der Reichenau, da kam dann auch einer vom Ordnungsamt und ich saß gerade mitten im Meeting und er klopfte da an die Scheibe und dann habe ich halt mir gedacht, ja, mach in Ruhe, fertig. Und dann hat er mir einen Plan gegeben, wo die ganzen Stellplätze drauf verzeichnet waren von der Insel. Ne? Und ich stand halt da mitten im Weinberg. Und wenn du mit denen halt, wenn du nicht sagst, ja, wieso darf ich hier nicht stehen oder da anfängst, dich zu rechtfertigen irgendwie. Ich glaube, das ist dann teilweise auch geschlechterneutral, glaube ich. Ja. Also ich merke das jetzt immer mehr so in unserem Gespräch, dass sich die Situationen doch sehr ähneln und gar nicht so unterschiedlich sind. Ne? So, das ist, also deshalb finde ich echt gut, dass wir uns da mal drüber austauschen. Das macht man so irgendwie auch nicht. Das ist, aber ich glaube, Entschuldigung, es ist nicht geschlechterabhängig, sondern es ist ja charakterabhängig, weil du siehst ja auch bei uns, die Anja ist definitiv diejenige, die am wenigsten Schiss hat. Mhm. Und die Miri und ich, wir sind eher so manchmal vielleicht doch lieber irgendwo hin, wo mehr Menschen sind und so. Und du ja genauso, wo du sagst, du hast auch mulmige Situationen, die für dich nicht angenehm sind. Deswegen glaube ich, dass das wirklich eine Charaktersache ist und keine Geschlechtersache an sich. Und ich würde nie lieber eher irgendwo hinfahren, wo mehr Menschen sind, sondern weniger sind. Ja. Also je weiter weg ich von der Zivilisation bin, desto sicherer fühle ich mich. Ne? Ja. Aber es kommt auch auf die Situation an. Ich glaube, das ist vielleicht auch gut, jetzt mal so als Tipp für alle, ne, diese ganze Umgebung und Situation beobachten, wo man hinfährt. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, egal Frau oder Mann, im Tageslicht da anzukommen und einfach mal zu gucken, was halten sich da für Leute auf oder wie sieht der Parkplatz da aus? Ne, das sieht man ja auch manchmal. Also das habe ich auch, ist auch so ein Learning gewesen, wo ich dann schon auf Parkplätzen gestanden habe, wo Männer in ihren Trucks oder so dann auf mein Wohnmobil geguckt haben und dachten, ja, ich biete da jetzt irgendwelche Dienste an. Okay. Und dann guckst du, da bin ich aber nachts auf dem Parkplatz, ne, hab mir das nicht weiter angeguckt und am nächsten Morgen hat sich da einiges erklärt. Also da saß in den Büschen da auch, lagen irgendwelche Tücher und Kondome und alles Mögliche. Und wenn man das so ein bisschen im Blick hat, dann vielleicht nicht unbedingt dort bleiben. Ja, stimmt. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, also gerade dieses Umschauen, das mache ich auch deshalb. Zu 90% gelingt mir das auch, dass ich im Hellen am Platz ankomme, um dann zu gucken, was da so los ist. Ne? Wir hatten, als ich mit Freunden unterwegs war in Schweden, waren wir auf dem Platz, da waren so hier Reifenkreise, ne? Und wir haben das einfach nicht wahrgenommen. Und eine halbe Stunde später ging das dann los. Da kamen sie dann mit ihren Kisten und Reifen quietschen und dann wollten wir gerade aufbrechen nach einer irgendwie Dreiviertelstunde, Stunde und so, weil das nicht aufhört und dann sind sie von dannen gezogen und dann haben wir da trotzdem stehen können. Aber ich glaube, das ist schon nochmal wichtig und da spielt es auch keine Rolle, ob du Frau oder Mann bist. Also in meinen Augen, da muss man einfach so das Gefühl entwickeln. Ne? Aber das dauert eine Weile, hat bei mir auch gedauert. Ja, und gerade jetzt, ne, ist wieder dunklere Jahreszeit, da ist es 17 Uhr schon dunkel, musst du noch eher irgendwo an dem Platz sein, das finde ich schon dann auch ein bisschen anstrengend mit dem ganzen Reisen und Arbeiten, ne, so wie wir es ja halt auch machen, das danach dann noch zu planen. Ich meine, ich bin jetzt schon relativ lange unterwegs, ich habe oft auch meine Plätze, die ich schon kenne, die ich dann wieder mal anfahre, aber ja nicht nur. Also wie lange bist du jetzt unterwegs? Anfang 2017, also 3,5 Jahre jetzt. Und ihr beiden? Ich bin jetzt Vollzeit 7 Monate unterwegs. Ich habe Timberlose Mai 2017. Du hast aber noch eine Base, ne? Ich habe ein WG-Zimmer noch, richtig. Ja, genau. Und du aber auch nicht mehr, Miri, ne? Habe noch eine Base sozusagen bei den Eltern in Norddeutschland, wo ich immer mal wieder Hallo sage und das auch nutze zum Beispiel zu Reparaturen für meinen Wagen. Aber derzeit bin ich nonstop unterwegs. Und du auch von Anfang an, Anja, ne? Ja. Ohne Base? Ja, genau. Naja. Mir sind die Geschichten ja bekannt, aber wir müssen uns ja so ein bisschen aufdröseln hier. Ne? Mich würde noch mal interessieren, habt ihr das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt oder dass es eine Rolle spielt irgendwie im Business?
Mir fiel da geradezu ein, da war es, wenn wir Social Media haben, weil es gestern letztens auch mal einen Post gab von einem Pärchen on the road, die so Sexismus thematisiert haben im Vanlife und in der Darstellung. Weil wir sind ja auch, wie viel, glaube ich, alle nutzen ja auch Social Media, um uns zu zeigen, zu kommunizieren, aber erzählen ja auch was manchmal über das Business und so. Mhm. Und dass da in Bezug auf Frauen und da Vanlife ja sehr populär wird und ist ja schon längst, das gerne mal dazu tendiert, Frauen in kurzen Höschen und ein bisschen leichter bekleidet solche Fotos sehr viel geklickt werden. Oder es auch Kanäle gibt, auch in Deutschland, glaube ich, die sehr gut, sehr populär sind, wo ja schöne, schlanke Mädels irgendwie drauf sind und das alles auch schön gefotoshoppt ist mit Filter und so weiter und so fort. Und ich finde das da ganz wichtig, dass wir da so einen Realitätsbezug halten. Und auch, dass Mädels, wenn die rausgehen, auch so als Tipp, wir kommen halt so schnell ins Vergleichen. Und egal, ob wir es fürs Business nehmen oder für uns persönlich, uns dann eben so zeigen dürfen, wie wir sind im Van. Und ich denke mal, du, André, auch machst es ja auch, ein bisschen Mut rauszugeben, so, ne? Das ist ein Leben, das eigene Leben zu leben, mutig. Und das muss halt auch eben als Frau nicht, damit ich gehört werde, in einem kurzen Oberteil sein oder sowas. Ne? Das ist, finde ich, irgendwie ganz wichtig, dass das nicht so überhand nimmt und oder dass wir bei einen Filter raufpacken und wie die hübsche Frau darstellen. Und fürs Business ist das ja, glaube ich, auch wichtig in der Außendarstellung. Und ja, ich finde, das greifst du ja auch total gut auf deinem Kanal. Also das ist, da kann ich jedem nur empfehlen, da mal drauf zu klicken bei Tante Lässig. Also die Links werden ja auch alle in den Shownotes sein. Weil das, ja, das erlebt man nicht so häufig, dass es A so ist, aber vor allem, dass es thematisiert wird, finde ich. So. Und mir fällt das auch auf, dass es nicht nur Frauenkanäle sind, sage ich mal, oft auch Pärchenkanäle, die so gestaltet sind, wo dann aber die Frau wiederum im Mittelpunkt steht für solche Fotos. Ich habe da gerade so einen Account vor mir, vorm geistigen Auge, und wo auch alle Bilder, wenn ich den Feed aufmache, alle den gleichen Grünstich, Blaustich, Braunstich haben, so irgendwie, weißt du? Und ich mag's nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht meins. Nicht nur nicht für mich, für meinen Kanal, das würde gar nicht zu mir passen, aber ich mag's auch nicht angucken, so, weil's so eine Einheitsbrühe ist. Und weil's auch nicht so die Realität widerspiegelt. Es ist nicht Vanlife, Happy Life die ganze Zeit. Sicher gibt es auch wirklich schöne Momente, deswegen machen wir das ja. Aber nicht nur die ganze Zeit. Und wie du schon sagst, Miri auf ihrem Kanal oder auch auf dem YouTube-Kanal sieht man einfach auch mal, dass da Schwäche gezeigt wird. Ne? Du gehst ja ganz offen damit um. Und das ist mutig. Ne? Das finde ich mutig, ja. Aber irgendwie auch wieder, warum muss es thematisiert werden? Ja. So, das stelle ich mir gerade wieder so die Frage. Ja. Das ist doch seltsam irgendwie, oder? Also ja, aber wenn man sich verletzlich zeigt oder so offen und auch mal mit solche Themen anspricht, ne, dann ja, also zeigt man sich einfach verletzlicher, als wenn man irgendwie ein schönes Bild, ne, wo man ein paar Klicks hat, raushaut. Ne? Aber das ist ja eben auch einfach nicht die Realität. Aber das Feedback ist doch, also ich habe gerade so eine Situation in Schweden, ersten, weiß ich nicht, 12, 14 Wochen unterwegs gewesen. Da ging es mir echt richtig, auf Deutsch gesagt, scheiße, weil ich finanziell am Ende war. Und da saß ich auch wirklich da und habe Rotz und Wasser geheult und irgendwie war mir danach, das auch zu teilen. Nicht jetzt in Rotz und Wasser, aber noch mit trüben Augen. Ne? So die Situation habe ich noch vor Augen. Und da habe ich auf diesen Post oder auf diese, ich weiß mal, war es ein Post oder eine Story, ich weiß es nicht mehr, habe ich total viel Resonanz bekommen. So, also das ist, also die Leute, die beschäftigt das ja, weil das geht doch jedem so. Also das Leben ist nicht nur eitel Sonnenschein, ob im Van oder im Steinhaus, ganz egal. Und ja, komisch, warum denken viele, man muss es so geschönt zeigen? Was passiert da? Tja.
Es ist doch. Ich ertappe mich ja auch dabei, ne? Dass ich ja, jetzt nicht immer, dass ich natürlich die schönen Momente teile da auf Instagram. Und wenn es mir nicht gut geht, dass ich das jetzt nicht unbedingt raushaue. Aber ich zeige schon auch so Schwierigkeiten, was das Vanlife an sich selber betrifft. Ne? Das versuchen wir mit Camper Nomads oder ich auch persönlich, schon auch die Herausforderungen zu zeigen. Denn, naja, man will ja auch nicht irgendwie so ein Depri-Kanal, sag ich mal. Ne? Also das soll es ja auch nicht sein. Das meine ich damit ja auch nicht. Aber irgendwie, ich sag mal, die Blase denkt eher, es muss anders sein, oder? Wahrscheinlich. Also. Alles happy. Ja. Happy, happy, happy. Aber ich frage mich gerade, ob das die User, die Follower auch wirklich wollen. Ich glaube, es ändert sich aber auch gerade, dass viele mehr aufmerksam machen, auch auf den ganz normalen Alltag. Ja. Das ist am Anfang so ein bisschen war natürlich, ne, wenn die ersten los sind, dann will man ja auch irgendwie was zeigen und vielleicht auch darstellen, ne? Und zeigen, dass es vielleicht besser ist als das, was man vorher gemacht hat, ne? Das ist ja auch legitim und ich finde auch, du kannst auch Social Media wunderbar nutzen, um dir was Schönes anzuschauen und mal abzuschalten vom Alltag und so wird das, glaube ich, auch oft genutzt und dann ist das, ich finde das auch total legitim, nur dass wir halt auch wegkommen dürfen von diesem immer vergleichen und auch wenn wir im Business starten, jetzt auch im Camper Nomads ist das ja auch ein Thema und viele, wir hatten ja auch das Community-Treffen und viele überlegen, ich möchte jetzt vielleicht auch so in die Richtung gehen und mir ein Autochen kaufen und schauen, ob ich mich beruflich umorientiere und da eben bei sich zu bleiben und auch die großen Vergleiche in Form von, oh, ich bin nicht so toll wie die und die auf dem Kanal. Ja, deshalb ist das ja auch super, so was du jetzt auch machst, Inspiration zu geben, die dann eben auf dem Alltag basiert und realen Einblicken. Auf jeden Fall. Also das, ich finde das einfach auch wichtig für alle letztendlich, dass sie zu sich selbst finden irgendwie, ne? So, das ist, also das merke ich einfach mehr und mehr. Also ich habe so das Gefühl, das wird immer stärker, so dieses Gefühl. Am Anfang dachte ich, ja, jetzt bist du raus so aus dem Alltag, weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr gleich nochmal sagen. Und dann setzt sich das irgendwie, dann bist du angekommen so. Aber also ich bin schon angekommen, aber nicht am Ende, ne? Also nicht nur Steinhaus gegen Wohnmobil tauschen und dann unterwegs zu sein. Das ist so ein fortwährender Prozess und ich habe das Gefühl, dass dieser Prozess eben nicht gefühlt nicht abgeschlossen ist, so wie im Steinhaus. Du hast dann deinen Job und vielleicht nochmal eine Stufe höher und dann vielleicht nochmal ein schickes Auto oder was weiß ich. Und dann irgendwie plätschert das so vor sich hin, bleibt auf einer Ebene. Und jetzt so im mobilen unterwegs, dann habe ich das Gefühl, gibt es viel mehr Hoch und Tiefs. Und das ist ja, also man, ne, wenn du mal so ein Tief bist und wieder rauskommst, du hast viel mehr Aha-Momente. Schon alleine, weil du von deinem Fahrzeug ja auch irgendwie abhängig bist, das kann kaputt gehen, das ist dein Zuhause. Ja, du weißt ja nie so richtig, klar, ein Zuhause kann auch irgendwo was sein, ne? Aber so ein Fahrzeug ist einfach dann auch anfälliger als jetzt eine Wohnung oder so. Auf jeden Fall. Und da passiert ja schon alleine viel mehr. Aber ja, wie du schon sagtest, ne, man, das hatten wir jetzt auch am Wochenende, man nimmt sich ja selber überall mit hin und man ist ja nicht abgeschlossen, aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Entwicklung passiert. Ich weiß nicht, durch dieses Fahren, mit mehr Menschen in Berührung kommen, wo an anderen Plätzen sein, ob das auch alles so mit reinspielt, dass man sich dadurch einfach auch immer weiterentwickelt, als wenn ich jetzt nur an einem Ort wäre. Also mir ging das im Vergleich zu vorher tatsächlich so, ne? Ich kam nicht mehr weiter. Ich war da in Dresden in meiner Wohnung. Und ich kam, hatte das Gefühl, ich komme nicht mehr weiter. Die gleichen Freunde, was ja auch gut so ist. Aber, und ich musste raus. Und das war dann durch eine längere Reise mit dem Rucksack. Und dann habe ich gemerkt, jetzt passiert wieder was. Und dort kam dann auch der Entschluss, ne, mit dem Camper loszuziehen. Und seitdem passiert so unglaublich viel. Und eher brauche ich dann mal wieder einen Platz oder einen Ort, wo ich länger bleiben kann und wo sich es mal wieder so ein bisschen setzt. Ja. Ja, kriegen wir genauso. Ja. Genau. Ja. Wir sind auch ein bisschen gut ins allgemeine Vanlife-Thema jetzt gekommen. Ja, aber ich finde, das zeigt es aber auch, dass es
eben keine Unterschiede gibt. Ja, das verbindet so. Einen auch so. Ne? Ja, ja, und das ist, das ist völlig wurscht. Und das Gefühl hatte ich auch jetzt so am Wochenende, dass das spielt zum Beispiel gar keine Rolle so. Das ist, ne, so, das hatten wir neulich mal, war das bei den Camper Nomads, glaube ich, oder war es bei André Talk? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das vermischt sich auch sehr, das Ganze. Da hatten wir es darüber, dass die... Jetzt habe ich den Faden verloren. Na toll. Dass wir... Ach genau, das ist so eine... Von außen könnte es aussehen wie so eine Single-Börse. Weißt du, so lauter Campernomaden und Frauen und Männer und ganz viele Alleinreisende, komischerweise. Und ja, das vermischt sich so. Also das... Das stimmt, obwohl es ja eigentlich auch viele Paare gibt, die unterwegs sind. Ne? Das siehst du ja auf den Treffen auch. Aber es sind schon viele. Bisschen ausgeglichener, habe ich das Gefühl, als so in meinem Freundeskreis, wo ich sonst so bin. Da sind schon immer mehr so Paare fest an einem Ort. Ja. Also das war bei mir definitiv auch. Vor Ort waren wesentlich mehr Paare als Alleinlebende. Also im Freundeskreis. Was in der Gesellschaft, ich meine, bei den hohen Trennungszahlen und so, es gibt einfach immer mehr Single-Haushalte, das ist so, ne? Aber ja, irgendwie, aber das, ich glaube, bei André Talk war das, da hatten wir darüber gesprochen mit der Single-Börse. Das war ein interessantes so, Thema für eine Folge. Ja, wär doch was vielleicht auch ein Side-Business, ne? Oh, was wir jetzt am Wochenende schon wieder für Side-Businesses ausgehängt haben. Ja. Aber das passiert eben, ne? Wenn man da auch mal zusammenhockt und eben auch, egal ob Männlein oder Weiblein, es passiert da so viel. Genau. Ja, ich finde auch, das ist... Das war ein klasse Treffen, so. Das ist, rundet das ja vielleicht hier auch so ein bisschen ab, ne? Also das ist jetzt heute nochmal und morgen fahren wir dann alle wieder auseinander. Und also ich finde das total angenehm, weil es eben zwischen Männlein und Weiblein keine Unterschiede gibt so vor Ort. Du merkst es nicht. Also das ist, ne, so das, auch in der Aufgabenteilung vor Ort finde ich das total. Ja, vermixt sich total. Ist angenehm auf jeden Fall, ja. Ja, ne? Genau. Ja, ihr Lieben. Mir fällt nichts mehr ein. So, ich fand, ja, die ist ganz anders geworden, die Folge, wie ich eigentlich dachte. Aber ich finde es total gut, weil ich heute Morgen, das war echt nochmal so ein Eye-Opener. Weil die Ursprungsidee eben, sagte ich ja eingangs, doch ein bisschen anders war. Und ich finde das gut, dass wir das thematisiert haben, ob das überhaupt thematisiert werden muss, sowas. Und ganz automatisch sind wir ja dann auch in allgemeinere Themen auch noch reingekommen. Fand ich gut, ja. Ja, ja, Miri. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich habe mich sehr gefreut, dich persönlich live und in Farbe kennenzulernen. Ja, du endlich mal weg von Zoom und... Ja, absolut. Anja, dir auch. Lieben, lieben Dank für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Und hat mich auch voll gefreut, hier mal persönlich auch einen Podcast aufzunehmen. Wir haben ja für Camper Nomads jetzt schon ein paar gemacht, aber jetzt auch mal für deinen. Ja. Fühle ich mich sehr geehrt. Ja, ja. Ich fühle mich geehrt, dass du Gast bist hier und oder Gästin. Da könnte man auch noch mal eine Folge drüber machen über die Sprache, ne? Genau. Ja, ja, vielen Dank. Sandra Fräulein Wanderlust. Mhm. Aus Österreich importiert. Extra. Bei André Talk anderswo. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Ja. Ja, und euch lieben Hörern, danke ich auch für eure Zeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt Anderswo. Wenn dir diese Folge gefällt, darfst du sie gerne teilen. Danke für deine Unterstützung.